Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Center Station Simulator. Wir haben beim letzten Mal hier angefangen bei den Maschinen. Also die erste Maschine ist schon fast fertig. Allerdings haben wir das Problem, dass die Karten noch nicht fertig sind. Das ist wirklich das einzige Problem, dass die Karten einfach nicht hinterherkommen. Ich könnte natürlich hier auch mal große Kugeln reinsetzen. Das wäre zumindest schon mal hilfreich. Aber ich glaube, ich habe gar keine 100 von den Plastik, aber das macht auch nichts. So, wir machen nämlich heute einfach mal hier weiter. Denn ich denke, ich kann jetzt die Maschine hier auch endlich mal wegmachen. Wir haben im Grunde alles raus, bis auf jetzt ein paar Kleinigkeiten, aber pfeift drauf. Wunderbar. Das heißt, die Petite, die können wir rausschmeißen. Wart ihr jetzt hier? Ne, ihr seid die Gurketten, ne? Da waren sie. Die Petit. Genau, die, das können wir machen. So, dann können wir die Maschine hier mal wegdröseln. So, und können sie dann hier eigentlich gleich wieder aufbauen. Und hier wird sie dann auch stehen bleiben. Weil ich wüsste jetzt nicht, warum ich sie jetzt wieder wegtun soll hier. Ja. So, was haben wir hier nochmal? Gurketten, ne? Genau, die könnte ich dann eigentlich auch mal wieder hier reintun. So, dann können wir die Teile mal leer machen. So, die Teile da mal leer machen. Dann können wir gleich die nächsten Dosen holen. Da ist eine Kugel. Her mit dir. So, dann haben wir die nämlich gleich mal weg. Dann müssen wir hier gleich wieder Alu drauf schmeißen. Ich habe jetzt bloß noch kein Alu wirklich hergestellt. Gold ist jetzt gerade durchgelaufen. Na ja, gut, machen wir halt einmal 20 Alu rein, das ist ja egal. Ist ja zumindest schon mal etwas, was dann da läuft, ne? So, passt. Dann, ne, lass die Kugel da. Dann schauen wir jetzt mal, wie wir hier weitermachen. Wir haben ja hier jetzt die ersten 6 Sorten angepflanzt. Wir brauchen hier die Erdbeeren, hier brauchen wir die Erbsen. Und das nächste wäre dann, überleg. Pastek, das waren die Wassermelonen, waren das, genau. Das heißt, wir könnten mal gucken wegen Wassermelonen. Haben wir nichts. Hier haben wir bestimmt was. 90 Stück. Ja, gut. Machen wir mal auch für die 3 Beete raus. Also. 1, 2 und 3. So. Schmeißen wir die mal hier rein. Ich glaube, da wachsen ja auch immer 9 Stück bei denen. Ja, es sind immer 9 Stück. Das ist optimal. Dann wäre... Du bist schon wieder am falschen Regal. Hier habe ich ja jetzt rote und grüne Paprika. Schauen wir mal hier durch. Ananas, nein. Bananen, nein. Die, nein. Champignons haben wir schon. Gurketten haben wir, Erdbeeren haben wir, Mais. Mais wäre jetzt dann eigentlich das, was wir jetzt dann hier noch oben drüber mit reintun könnten. Ich habe aber, glaube ich, hier auch noch kein einziges Maiskorn drin. Nee. Also holen wir uns mal den Mais. Haben wir sehr viel, da haben wir sogar für 18 Beete. Okay, machen wir mal 3, 4 und... 5. Du-dum-du-dum-dum.
Dann bauen wir eben den Maissetzer als nächstes an. Sind hier alle drin? Ja, gut. Dann hauen wir hier den Mais rein. Dann können wir eigentlich vorne im Grunde wirklich mal anfangen, dass wir wieder... Da ist wieder irgendwo ein Mais nicht mit reingegangen. Wahrscheinlich hier, oder? Ja, gut. Dann können wir hier eigentlich mal loslegen. Dann ist das Ganze jetzt mal ein bisschen der Praxistest, wie das hinhaut. So. Auberginen voll rein damit. Dann Karotten. Karottenkisten voll rein damit. Lass fallen. Gut, die sind noch am werkeln, wunderbar. Kiste. So, die sind schon wieder fertig. Jawohl. Hier rein. Dann können wir hier gleich wieder anpflanzen. Ja, mit dem neuen Stück, da gefällt mir das einfach besser. Dann sehe ich sofort, jawohl, ich habe alle drin oder nicht. Solange haue ich halt auf die E-Taste, bis die Samenbeutel verschwinden. Dann seid ihr gleich fertig. Das heißt, wir können dann bei den Gurketten weitermachen. Hallo? Kiste, egal woher. Boah. So, jetzt schauen wir mal. Ihr seid voll, das heißt, ihr könnt rein. Dann können wir die Karotten anbauen. Vor allem bevor ich ganz hinten bin, wenn wir noch die nächsten Beete und so weiter machen, noch bevor ich hinten bin, ist hier vorne schon wieder fertig, ne? Warum geht ihr nicht rein? Danke. Hallo. Danke. So, dann können wir die auch gleich wieder anbauen. So, wenn das hier alles gemacht ist, dann kann man oben mal wieder nachgucken, ob man da irgendwas auffüllen kann. So, die Petite. Hier waren die, ne? Die Petit Pois, genau. Gut. Dann die Erdbeeren. Mir ist es auch egal. Gehst du jetzt her? Mir ist es auch egal, in welchem, wie das sortiert ist hier, ob das jetzt Obst oder Gemüse ist, ist mir total Latte. Könnte man natürlich dann auch noch sortieren, ne? Dass man sagt, man macht hier jetzt halt nur Gemüse und in den anderen Beeten macht man dann eben nur die Obstsachen.
So, Erdbeeren haben wir ja auch nichts mehr. Da haben wir nur einen einzigen Korb. Was können wir denn jetzt da durchlaufen lassen? Wir könnten mal die Karotten durchlaufen lassen als erstes. Komm her. So, dann die auch gleich. Dann kann ich dann gleich, wenn wir die Beete fertig haben, schauen wir dann nochmal vorne nach, wie weit die elektronischen Karten sind. So. Aber ihr seid auch schon fertig, ne? Ja. Dachte ich mir, aber Mais haben wir eh noch gar nichts. Ach so, ihr seid noch gar nicht fertig, richtig. Wie ist es mit den Melönchen? Die sind anscheinend fertig. Aber so schnell wie wir die eins. Ach so, da ist immer nur eine Kiste, okay. Blöd. Hier. Ich hatte jetzt gedacht, dass da auch mehr reingeht. Aber da gehen tatsächlich nur die 8 Stück rein. Doof. Deswegen waren die ja dann auch so schnell weg, stimmt ja. Körbe. Also, schauen wir mal, dass wir alle Körbe herbekommen. 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Stück. 20 Stück haben wir da. Für die Melonen bräuchtest du im Grunde dann schon ein ganzes Regal fast, ne? Weil die Körbe, wenn ich oben reinfülle, dann sind die alle weg. Naja, gut. Ist egal. Irgendwann bin ich auch da so weit hinten dran, dass ich dann immer nur mal eine oder zwei Kisten nach oben hole. So. Dann machen wir den Mais. Hallo, hier damit, danke. So, da haben wir wie gesagt noch gar nichts, also können wir da mit den Körben anfangen. Was war das nochmal? Gurketten. Na gut, wenn ich dann bei den Gurketten bin, dann muss ich das einfach mal hier mit reintun. So, genau, Mais noch anbauen. Jetzt werde ich mich erst einmal mit den Sachen hier vergnügen, bis das alles aufgefüllt ist, und dann werde ich die nächsten Sorten in Angriff nehmen. Gut. Wahrscheinlich könnte ich da vorne schon wieder loslegen. Ne? genau. Ich wollte einmal ganz kurz da vorne hinschauen, weil ihr seid nämlich schon wieder leer. Da ist schon wieder voll. Also wenn die Taste E irgendwann nicht mehr funktioniert, dann würde mich das nicht wundern. Wenn die irgendwann durchgeklopft ist. Drauf mit ihr. So, Gold. Und Silber. So, dann laufen hier die nächsten elektronischen durch.
Stromkabel sind ein paar fertig, aber nicht so viele. Das heißt, ich mache jetzt mal, nimm nicht zu viel davon. 32, machen wir noch insgesamt 32, dann haben wir wieder schöne Anzahl. Haben wir 50 Stück dann von den Stromkabeln, das ist doch gut. So. Stromkabel herstellen, los geht's. So. Ja, geht schon weg, ne? So, dann wollte ich hier mal nachfüllen. 2, 4, 6, 7, 14. 14 mal Sprudel bitte. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Doch, das müsste schon passen, ne? 14 Stück. Müssen wir reinkriegen. Hoffe ich. Ach so, da war noch was drin. Ja, Entschuldigung. Okay, da ging es sogar noch mal eine. Dann warte, dann holen wir die eine noch her. So, und dann machen wir hier auch gleich. Ne, brauchen wir nicht einmal, da brauchen wir nur 14. 14 mal. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Aber man sieht doch mal, wie die Reihenfolge plötzlich unterschiedlich ist, wenn man hier nur mal ein bisschen auf die Seite geht. Dann hat man komplett andere Reihenfolge bei den Sachen, die man zuerst hochholt. Ja, habe ich. Jawohl, perfekt. Perfekto. Passt. Das lasse ich. Interessiert mich jetzt nicht. Weil ich möchte natürlich erst einmal hier unten das Ganze auffüllen, bevor ich dann oben mache. Und wenn ich dann oben gemacht habe, dann kann ich hier wieder anfangen mit. Mit dem Gärtnern. So. Ich denke mal, dass ich noch viele leere Kisten brauche. Das wäre halt echt schön, wenn man die in die Kugeln reinschmeißen könnte. So, ihr wart ja voll, ne? Genau, also rein damit. Halt. So, Karotlis, rein damit. Dann. Ich habe halt die Sachen da hinten überhaupt noch nicht beachtet, wirklich, ne? Ich komme da einfach nicht hin. Also, weil ich halt hier immer wieder nacharbeite. Deswegen komme ich da vorne zu dem ganzen Obstzeug überhaupt nicht hin. Rein. Schmeiß mal weg. Dann können wir die gleich wieder einpflanzen. Also der Praxistest ist gut, als gut befunden. Und so werde ich das jetzt dann auch weiter durchziehen. Ich denke auch nicht, dass man wirklich mehr Beete als die
als drei Stück braucht. Wenn das da oben erst einmal vollgefüllt ist, dann habe ich ja schon gesagt, dann brauchst du eigentlich immer nur mal eine Kiste, maximal zwei Kisten nach oben holen und kannst wieder auffüllen. Und dann füllst du hier unten wieder die Regale auf, wenn du die richtigen Regale findest, so da. Komm, geh rein. Gut, dann ihr. Hallo? Hallo? Lässt du dich jetzt nehmen? Gurketten haben wir gesagt, die sind ja auch voll. Die können hier rein. So, irgendwas noch zum Einpflanzen? Jawohl, die Champignons. Ich denke wirklich, dass wir das immer wieder mal so zwischenrein machen. Ihr könnt es mir aber auch gerne nochmal reinschreiben. Also, ich kann mir vorstellen, dass es als bisschen öde angesehen werden könnte, wenn ich da jedes Mal immer nur hier die Beete ernte und bepflanze. Ich denke, so ein Umbau ist wesentlich interessanter. So, nächstes. Petit. Hallo? Immer schön am Stiel packen, ne? So. Petit. Petit. Gut, gut. Dann die Erdbeeren. Hallo? Ich hätte jetzt auch Bock auf Erdbeeren. Ich glaube, die würden mir jetzt richtig gut schmecken. Zack, na komm. Wir machen erst einmal die Dinger hier unten voll. Da muss ich halt immer drauf aufpassen, ne? Wenn ich jetzt halt etwas herstelle hier an den Konserven, dass ich dann sage, okay, jetzt brauche ich keine Karotten zum Beispiel mehr, dass ich dann rechtzeitig auf Stopp drücke. Ich meine, in dem Fall ist es jetzt blöd, ne? aber dass ich dann rechtzeitig auf Stopp drücke und die nicht weiter produziere. Okay, also da bin ich wirklich so nah an der Wand wie möglich, ne? Da verschwindet sogar der Karton in der Wand. So, irgendwie habe ich jetzt keine Lust mehr hier auf die Beete. Aber muss ja gemacht werden. Wir könnten auch mal schauen, ob wir... Ne, haben wir nicht. Es fehlen einfach noch so viele elektronische Karten. Ich glaube, das werde ich wirklich mal machen, dass ich die entweder 100er Kugeln oder halt die Endloskugeln mir schnappe und das mal reinhaue und dann einfach über Nacht laufen lasse, dass da mal richtig viel von den Karten fertig werden. Das Problem ist halt nur, dass ich nicht so viel Plastik habe, ne? Das ist immer noch das. Also Plastik fehlt immer noch. Von daher denke ich schon drüber nach, wie ich es ja schon mal angemerkt habe, dass ich vielleicht noch eine dritte und vierte Plastikmaschine herstelle. Gehen würde es. Also ein Problem wäre es jetzt keins.
glaube, die Melonen, das wird das Einzige sein, was ich jetzt dann später mal nach oben push und die Träger wieder leer mache. Weil hier passen halt immer nur 8 Stück rein, ne? Halt Körble. So. Dann wieder Mais anpflanzen. Hallo, rein mit euch. So, dann die Melone noch und dann haben wir es dann erstmal. Und dann habe ich keine Lust mehr. So, wunderbar. Kannst du doch ein wenig aufräumen, dass die Dinger da nicht so in der Luft rumhängen. Sollte ich vielleicht das nächste Mal direkt hier vor dem Gestell machen, ne? Dass ich nicht noch hier hin und her laufen muss. Oh, da habe ich was nicht angepflanzt. Upsi, die Erdbeeren habe ich vergessen. So, gut. Jetzt. Die Goldbarren sind fertig. Dann müsste ich mal schauen, was hier durch die Erzminen wieder durchgelaufen ist. Sollte aber einiges sein. Ich denke mal, dass das Ding auch schon wieder auf 1000 voll ist. Das geht ja echt wahnsinnig schnell, wenn man so viele Bohrer hat. Ich glaube, andere können sich besser konzentrieren immer auf eine Sache. Die können dann wirklich eine Sache komplett fertig machen und dann erst das nächste in Angriff nehmen. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich muss hier hin und her springen und alles gleichzeitig machen, ne? So, 163. Wir schmeißen jetzt mal die Palette noch voll. Den Rest lassen wir drin in der Kugel. Weil ich nämlich schon überlege, ob ich das nicht hier dann gleich Austausch, dass ich dann eben die Barren hier reinmache, aber ich bräuchte halt sehr viel mehr von dem Plastik, ne? Oh ne, warte mal, du hast doch da vorne, glaube ich, eine Endloskugel Plastik auch, oder? Rohre Plastik, genau. Dann könnten wir doch die mal vollknallen. Mal schauen, wie viele das sind jetzt am Ende. Oh, komme ich da auf 100? Wahrscheinlich mit denen noch, ne? 94. Cool, sind wir auf tatsächlich 99. 100. Cool. Dann wären das 100 Plastik, es wären 100 Goldbarren, dann bräuchten wir noch 100 Kupfer und 100 Silber. Silber könnte ich dann mal schauen, ob ich noch herstelle. Müsste voll sein noch, oder? Ne, 56. Na gut, hier habe ich massenhaft, ne? Ne, okay, was machen wir denn dann? Was haben wir viel? Eisen. Kupfer. Kupfer können wir auch gleich nochmal machen. Brauchen du mal alles. Aber so hätte ich jetzt wenigstens
Auf jeden Fall die 120 Kupfer. Vielleicht machen wir tatsächlich noch mal eine zusätzliche Schmelze oder besser gesagt zwei zusätzliche Schmelzen. Da haben wir schon gesehen, das wäre vom Platz her auf jeden Fall machbar. Kupfer. Gut, dann kann ich das durchlaufen lassen. Ich schaue mal, ob ich das hinbekomme, dass hier noch, dass ich hier jeweils noch 100 Stück habe vom Silber und vom Gold. Das sollte eigentlich jetzt kein Problem sein. Und dann kann ich die hier mal durchjagen. Dann hätten wir wieder richtig viele elektronische Karten und könnten dann vielleicht zum nächsten Mal die Maschine noch gar fertig machen, die hier hinten sind. Genau. Dass wir auf jeden Fall die erste Maschine hier fertig machen und dann eben so Stück für Stück. Mal gucken. Wäre ganz gut. Jedenfalls morgen kommt kein Part. Also übermorgen sehen wir uns dann wieder. Ich hoffe trotzdem, dass euch der Part heute gefallen hat. Deswegen gerne ein Like da lassen, gerne was kommentieren. Und nicht vergessen, ein Abo dazulassen, wenn noch nicht passiert, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.